Herzlich willkommen zur nächsten Folge Patricia 4 mit dem FedEx. Moin. Hallo. So, hier. Oh ne, nee, so viel Baumetall kriegt er nicht. Das da kriegt er, wollte er Getreide haben? Ach ne, warte mal, wir verkaufen ja hier Getreide. Aber wie stellen wir hier Getreide her? Oh, hier, Baumaterial. Wo? So, hier. Ja, kriegt er erstmal Tuch. Tuch kriegt er, das nehme ich bitte mit. Und Salz hätte ich ganz gerne auch alles. Dann fahren wir nach dahin. Du holst dir mal hier Hanf und Holz. So, London hat jetzt wieder 4.400 Einwohner. Immerhin, ne? Unsere Tongruben laufen fast bei 100%. Unsere Webereien laufen schon mal nicht schlecht. Machen 2, oder verbrauchen 2,4 Wolle. Und wir stellen hierher 15,2. Okay. Unsere Schmiede verbrauchen ein Holz am Tag. Und zwei Rohmetalle am Tag. Und machen daraus zwei Metallwaren. Das heißt, Rohmetalle dürfen wir jetzt nicht mehr verkaufen. Tuch können wir auch nicht verkaufen, das auch nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Wohin müssen wir Rohmetalle nochmal liefern? Nach London. Das habt ihr mehr als genug, das habt ihr mehr als genug. So, Getreidehöfe laufen immer noch nicht, Schneidereien laufen immer noch nicht. Köln hat zwar 500 Einwohner dahinzu gewonnen, aber... keine Chance. Wow, wow, wir haben ja noch 30 Salz in Aalborg. Ja, lacht daran, dass wir ungefähr 400 oder so geliefert haben. Ich habe dem noch mal was hingebracht. Auch hier, guck mal. Dann können wir ein bisschen Dings loswerden. Wollt ihr Getreide haben? Nö, Getreide wollt ihr nicht haben. Fleisch eventuell. Das Schöne ist, dass wir jetzt langsam auch wieder anfangen können und sie gewonnen haben. Juhu. Richtig. Aber bringt uns halt trotzdem nichts, wenn ich mir so auf unserem Kontostand angucke. Ja. Wir sind schon wieder 150.000 im Minus. Ja, die Frage ist halt, woran liegt's, ne?
Das liegt daran, dass wir halt unten, wir müssen halt die Betriebe unten in Köln abreißen. Weil, wie gesagt, die kosten uns halt 100.000 Steuern in 10 Tagen, aber produzieren halt nichts, weil wir kein Personal da unten haben. Wo? Köln. Ich habe Stockholm verstanden, deshalb habe ich gefragt. Das gleiche spiele ich halt in London. Da fehlt uns halt auch noch locker 1000 Mitarbeiter. Durch das Fleisch machen wir jetzt gerade ziemlich gutes Geld. Ja, weil es so ziemlich die einzige Produktion ist, die bei uns läuft. Ne, eigentlich ja auch nicht. Ja, ich habe gesagt, die einigermaßen läuft. Also sie fängt jetzt wieder an, vernünftig zu laufen. Sind unsere Viehzucht nicht alle voll bei Aalborg? Wie, was heißt voll? Ja, mit Leuten. Nein. Welche denn nicht? Ich muss doch mal reingucken. Guck doch drauf. Doch, jetzt sind sie voll, komplett. 25 Fleisch am Tag, 37,5 Salz bräuchte man am Tag. Wir stellen aber nur 25 Salz her, das heißt, die Viehzuchten laufen gerade mal auf 50%. Das ist halt das Problem. Das andere Problem, was da halt ist, wir können auch kein Salz dazu kaufen, weil wir kein Geld haben. Richtig, aber wir haben jetzt schon mal wieder ein bisschen Kohlen gemacht. Zumindest ein bisschen. Hungersnot in Köln. Wir müssen ganz, ganz schnell hier unten Nahrung herkriegen. Ganz, ganz schnell. Ansonsten können wir einpacken. Weil sonst hauen jetzt uns alle wieder ab da. Ja. Haben wir noch irgendwo Getreide oder sonst irgendwas rumliegen? Ja, ich hole gerade was vor aus London, aber halt nur 78 oder sowas. Das reicht ja erstmal. Dieses Spiel würde ich doch verarschen. Ich bin 5 mm aus dem Ding rausgefahren, direkt nächste Produktionsdurchlauf drinne. Ich bin mit Fleisch unterwegs.
welchem Schiff denn? Ja, mit meinem Handel oder dem anderen? Mit dem Handel. Da hast du ja noch ein bisschen vor dir, ne? Und wurdest schon wieder fast von 3 Piraten angegriffen. So, haben wir jetzt hier noch Salz drin? Vermutlich nicht mehr. Nein, Salz in Alburg ist alle. Verkaufen dann, ne? Ja, yeah, das muss ich verkaufen. Salz hast du mitgenommen, ne? Ja, und ich habe was anderes festgestellt. Aua. Kein Wunder, dass wir kein Geld haben. Was denn? Ja, 1000 Holz aus dem von Scarborough genommen und wir haben trotzdem noch 3700 drin. Ja. Das Problem ist, das können wir halt auch nicht verkaufen. Zumindest nicht, dass es sich in irgendeiner Hinsicht lohnt, ne? Nee. Das Problem ist, eigentlich müssten wir die Holzproduktion, so wie wir haben, eigentlich fast einstellen. Weil wo wirst du bitte das Holz für 33 los, oder? Überall. Naja, solange sie nicht 4 grüne Punkte haben, ne? Richtig. Aber bei der Menge an Holz, die wir transportieren, sind die nach 100 bis 200 Holz voll. Und das dann aber auch immer für eine längere Zeit. Ja. Das stimmt wohl. Jetzt habe ich sowieso gleich erstmal, glaube ich, meinen Spaß wieder da rein zu dem Salz nach Alburg. Alter, wir haben auch 4000 Holz in Scarborough liegen, ne? Ja. Das viel größere Problem ist dieser scheiß Pirat, der immer nur für den Orten kämpft, wo wir hin müssen, ne? Ich hoffe jetzt, dass er mal sich wieder an anderen Orten. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Also Bergen ist randvoll mit Holz, so viel kann ich schon mal sagen. Okay, wo fährst du jetzt hin? Oslo, weil es da gebrannt hat und hoffe, dass da was ist, aber du fährst auch nicht. Ja, ich bin schneller da. Ich fahr jetzt einfach zu Piraten, ey. Kein Bock mehr, ich muss das Holz loswerden. Oh Mann, ey. Ja, hier steht auch einer vor Oslo. Toll. Ja, aber du hast anscheinend. An Holz hat anscheinend kein Interesse. Nee. Hat kurz gefragt, Holz? Nee. Holz? Wollen Sie Holz? Nee, fahr schnell durch hier. Ja, der hat sich aber auch echt einfach gemacht, ne? Lafitte steht da halt bei Oslo und wirklich 1,5 Meter weiter links steht er mit seinem Stützpunkt da, ne? Jetzt angegriffen? Ja. Du hattest doch aber weniger Holz dabei, oder nicht? Ja. Oder hast du was Neues dazu geladen? Nö. 220.000, also ich denke mal, das macht keinen Sinn mehr. Gerade musste ich einen Betrieb abreißen, da er nicht mehr rentabel war. Ja, das müssen wir auch gleich, Mr. Ahab. Es wird wohl darauf hinauslaufen. Das Problem ist halt auch, wenn wir es da mal geschafft haben, einigermaßen wieder in die Nähe da zu kommen, von dem, was wir bräuchten, so, von dem Geld, kommt dann irgendwann wieder ein Pirat, der uns...
der uns ein auf. Nö, will ich nicht. Ich tausche euch alles. Das ist nämlich dann auch super. Ja, schöner Arbeiteraufstand in Köln, das heißt, unsere Seite dieser Position ist jetzt auf Null. Das heißt, das Einzige, was noch lief, ist jetzt vorbei. Das ist doch super. Also selbst wenn ich das Holz jetzt einfach in Scarborough rausschmeiße, die 5000, guck mal, was das an Geld bringt, guck mal auf das Geld oben. Haben dadurch jetzt halt massives Verlust gemacht eigentlich, wenn man es ganz gibt. Naja, wir sparen dadurch jetzt halt Lagerkosten. Aber nicht so viel, glaube ich, dass sich das hundertprozentig rentiert hat, doch. Ich meine, du hast jetzt 10 unter Produktionspreis von uns, glaube ich, rausgehauen, oder nicht? Ja, was willst du sonst machen? Ja, das sehr Interessante ist, dass wir... Ich habe euch bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass ich eure Ausbreitung in meiner Stadt nicht schätze. Das ist das 17. Ihr Mal, stört das ist meine Geschäfte. Dass wir jetzt in Aalborg so viel Weizen produzieren, dass wir in der Zeit, wo ich weg war, mehr nachbekommen haben, als drinne war, als ich es rausgeholt habe. Und das sehr Interessante ist, wir haben mal was geknackt. Wir sind in einem Ding fünfstellig bei einem der Dinger von Material drinne im Scarborough. Hatten wir 10.000 Holz gerade. Das Traurige ist halt, wir können tun, was wir wollen. Wir bekommen das ganze Holz nicht wegkutschiert, ne? Mhm. Selbst wenn ich mit allen Schiffen, die ich habe, meine ganzen zwei dahin fahren würde, hätte ich keine Chance. Ich warte eigentlich nur noch darauf, dass jetzt irgendeins meiner Schiffe unten geht, so ein auf den. Mhm. Das ist Wahnsinn. Das Problem, was wir halt haben, ist, dass wir viel zu spät angefangen haben, ein Kampfschiff zu bauen und dann das Kampfschiff so ganz suizidmäßig in einen overpowerten Piraten reingejagt haben. Mhm. Ja. Ach ja. Ist schon schmackhaft. Ich gucke gerade mal, was wir irgendwo an Aufträge haben. 280 Ziegel nach Aalborg. Ja, das sind ja solche Dinger, die sind ja locker machbar. Solange da kein Pirat vor der Tür steht. Dreißig Pech. Unser Geld, ey. Gut, aber ich würde sagen, hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es gibt noch ein nächstes Mal. Und ja, tschüss. Ja, tschüss. Genau, wir werden uns da jetzt nochmal zu beraten. Ansonsten starten wir entweder neu oder versuchen es mal mit der Gilde. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und wie gesagt, werdet ihr sehen, ob es und wie weit es so ist. Alles klar, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.